Wenn Polizisten seit heute durch das Einkaufszentrum schlendern, dann ist nicht davon auszugehen, dass sie auf der Jagd nach Sonderangeboten sind, sondern ihnen geht es um den 2G-Nachweis. Denn nur dann dürfen sich Personen, so wie hier im Südpark in Klagenfurt, in einem Modegeschäft aufhalten. Erlaubt wäre sonst nur der Gang zum Supermarkt. Diese Dame hat Erklärungsbedarf. Was folgt, ist eine Anzeige, weil sie überhaupt keinen Nachweis bei sich hat. Ein paar Kilometer weiter werden auch Kontrollen bei Autofahrern gemacht. Auch sie müssen einen Grund angeben, warum sie unterwegs sind, sofern sie keinen 2G-Nachweis mit sich führen. Da ist der Toleranzpegel sehr niedrig. Ungeimpft gibt es einen Lockdown und der ist natürlich auch einzuhalten. Und es ist unsere Aufgabe, zu schauen, dass dieser Lockdown eingehalten wird.